Darum bitte ich Sie morgen und am 27.09. für eine starke CDU in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, damit es unserem Lande besser geht, meine Damen und Herren. Wir haben die Kraft dazu. Lassen Sie uns das anpacken. Innerhalb der nächsten 5 Jahre, das ist die Laufzeit des nächsten Afghan Compact, müssen hier substanzielle, qualitative Fortschritte erzielt werden, die es den internationalen Truppen Schritt für Schritt ermöglichen, sich mehr und mehr zurückzuziehen. Das bedeutet es, wenn ich von einer Übergabestrategie in Verantwortung spreche. Ich glaube, dass wir aber diesen Kurs noch entschlossener fahren könnten, dass wir entschiedener manchen Weg in mehr Arbeit gehen könnten. Und deshalb werbe ich für eine neue Regierung. An der sah auch nicht mehr so ganz sicher, ob die Blütenträume reifen. Für mich sind bei Frau Merkel im Gesicht zwei Eigenschaften am wichtigsten. Erstmal die Augen. Ich fange zwar immer mit der Nase an, aber bei Frau Merkel sind es die Augen, die sehr wichtig sind. Ich zeichne sie immer groß und rund mit halb geschlossenen Augenlidern. Und aus diesen Augen hat man früher vielleicht immer eine Art von Schläfrigkeit heraus interpretiert, als sie noch kurz Mädchen war und man sie unterschätzt hat. Merkel wurde ja immer unterschätzt. Inzwischen, glaube ich, wissen wir, dass sie kein schüchternes Mädchen ist. Und inzwischen sehe ich in ihren Augen Pragmatismus, Rationalität, auch sehr viel Misstrauen und eine bestimmte Rätselhaftigkeit. Wir wissen immer noch nicht, wo will sie eigentlich hin. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Gäste, hier auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche zu stehen. Ihre Fähigkeit besteht eher darin, Kräfte zusammenzuführen und dann auch Lösungen möglich zu machen, ohne dass sie selber schon eine ganz fixierte Position hat. Das ist übrigens das, was man ihr jetzt im Wahlkampf ja auch vorwirft, dass man sehr schwer erkennen kann, welche Position sie wirklich vertritt.